So, Mädels und Jungs, heute erklären wir mal das Pauli-Prinzip. Nee, nicht St. Pauli, sondern Wolfgang Pauli. Ja, der schnieke Typ hier. Für dieses Thema ist es wichtig, dass ihr die Grundlagen in den Hauptquantenzahlen kennt. Wenn ihr gerade von unserem Video kommt, kein Problem. Wenn nicht, kurz Pause drücken. Dann ganz langsam mit der Maus vorsichtig auf das Feld fahren und klick. Das andere Video vorher angucken. Wenn die Grundlagen soweit alle sitzen, starten wir direkt durch. Wir kennen die Hauptquantenzahl n, die Drehimpulsquantenzahl klein l und die Magnetquantenzahl m. Die enthalten schon mal ziemlich viele Infos über ein Elektron oder anderes Quantenobjekt. 1922 kam da noch eine Quantenzahl dazu. In einem Versuch von Otto Stern und Walter Gerlach, dem Stern- und Gerlach-Versuch, schossen die beiden Silberatome durch ein inhomogenes Magnetfeld. Die Skizze zum Versuch seht ihr hier. In der Mitte ist das inhomogene Magnetfeld und da werden eben Silberatome reingeschossen, dargestellt durch die gelbe Linie. Jetzt kommt der Spin ins Spiel. Ihr müsst wissen, es existiert das magnetische Dipolmoment PM. Das magnetische Dipolmoment könnt ihr mit dem Drehmoment vergleichen. Also so, als ob sich eine Kugel um die eigene Achse drehen würde. Die Erde zum Beispiel. Das ist natürlich nur ein sehr einfaches Beispiel, wie man es sich vorstellen könnte. In Wahrheit wurde dem Elektron nämlich noch keine Ausdehnung nachgewiesen. Besitzen die Atome jetzt ein magnetisches Dipolmoment PM, dann tritt eine Kraft im inhomogenen Magnetfeld auf, die sie ablenkt. Seht ihr ja in dieser Formel. Diese Kraft F gilt, wenn die Atome also in ein inhomogenes Magnetfeld kommen. Das verkehrt herumme Dreieck vor dem B-Feld-Vektor steht für die Änderung im B-Feld. Die ist ja durch unser inhomogenes Magnetfeld gegeben. Zurück zum Versuch. Hat man die Silberatome da durchgeschossen, hat man plötzlich hinten auf dem Schirm zwei scharf definierte Punkte gesehen. Einen nach unten und einen nach oben abgelenkten Strahl. Geil. Kann man also direkt zwei Dinge draus schließen. Einmal, dass unser magnetisches Dipolmoment ungleich Null ist. Immerhin wurde der Strahl ja abgelenkt. Es hat also die Kraft von der Formel vorhin gewirkt. Und zweitens, und viel wichtiger, dass es nur bestimmte Werte für das magnetische Dipolmoment gibt. Das hat man auch nach mehreren Durchführungen des Experiments gemerkt. Genau durch diesen Versuch, dass es da eben zwei genaue Ablenkungen gab, kam man dann schließlich auf den Spin S. Man hat herausgefunden, der Spin S kann entweder plus 1/2 oder minus 1/2 sein. Damit ist die Spin-Quantenzahl S geboren. Und pam, wir haben alle vier Quantenzahlen abgehakt. Unser Elektron ist quantenmechanisch komplett definiert. Fehlt noch die Erklärung des Videotitels, das Pauli-Prinzip. Das ist einfach. Pauli hat gesagt, Fermionen müssen sich in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden. Fermionen, das sind einfach Elektronen, Protonen und Neutronen. Bosonen, falls ihr das mal hört, wären Photonen. Für die gilt das Pauli-Prinzip nicht. Also merkt euch, Elektronen, Neutronen bzw. Protonen müssen sich in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden. Beim Atomaufbau ist das Pauli-Prinzip ziemlich wichtig. Es sagt nämlich aus, dass kein Elektron dem anderen gleichen darf. Klingt in der Theorie ziemlich scheiße, deswegen wenden wir es mal an. Ich hätte gerade mal richtig Bock, das 11. Element des Periodensystems zu untersuchen. Ja, wirklich. Das ist Natrium. Füllen wir jetzt mal die Elektronen nach dem Pauli-Prinzip auf. Dazu hier nochmal die Grundregeln für alle Quantenzahlen. Die Hauptquantenzahl n ist eine Zahl wie 0, 1, 2 und so weiter. Die Drehimpulsquantenzahl l fängt auch bei 0 an, geht dann aber nur bis n-1. Die Magnetquantenzahl m geht von minus l über 0 bis plus l. Und die gerade gelernte Spin-Quantenzahl s ist eben entweder plus oder minus 1/2. So, wir bauen jetzt zusammen mal das Natriumatom auf. Los geht's immer mit der ersten Schale, also n gleich 1. Für die Drehimpulsquantenzahl bleibt uns nur die 0. L darf ja nur bis n-1 gehen, also nur bis 1-1 gleich 0 eben. Die Magnetquantenzahl kann nach den Regeln auch nur eine 0 bekommen. L ist ja 0. Was bleibt für die Spinquantenzahl? Klar, plus oder minus 1/2. Was bedeutet das jetzt? Für n gleich 2 haben wir nur zwei Möglichkeiten, ein Elektron zu bilden. Einmal 1 mit n gleich 1, l 0, m gleich 0 und s gleich plus 1/2 und 1/2 eben mit minus 1/2. Heißt, auf die erste Schale können nur zwei Elektronen. Mehr geht nicht. Dann würden sie sich nämlich nicht mehr in einer Quantenzahl unterscheiden. Und das ist ja nach Pauli nicht erlaubt. Der hat gesagt, beim Atomaufbau müssen sich alle Elektronen unterscheiden.
Das ist verdammt wichtig. Wenn es euch gerade zu schnell ging, spult nochmal zurück. So, weiter geht's. Für n gleich 1 sind ja jetzt alle Möglichkeiten abgegrast. Also weiter mit n gleich 2. Wir wollen die nächste Schale mit Elektronen füllen. Wir können zum einen L und M wieder 0 setzen. Und S wie gehabt. Aber wir können jetzt auch L auf 1 setzen. Damit können wir M von minus 1 bis plus 1 laufen lassen. Und der Spin wieder wie gehabt. Da gibt's immer zwei Möglichkeiten, plus oder minus ein halb alt. Für n gleich 2 haben wir also insgesamt 8 Möglichkeiten, unterschiedliche Elektronen zu bilden. Für jede Zeile ja einmal mit plus und einmal mit minus ein halb. Deswegen 8 Möglichkeiten gesamt. Heißt, auf die zweite Schale können wir 8 Elektronen verteilen. So, fehlt noch ein Elektron, damit wir alle L für Natrium haben. Das kommt auf die dritte Schale. Das setzen wir mit der geringsten möglichen Energie. N auf 3 setzen, L und M auf 0 und zum Beispiel S auf plus 1,5. Also Leute, ist euch klar, was wir gerade erklärt haben? Mit dem Pauli-Prinzip lässt sich also ganz einfach erklären, warum auf die innerste Schale nur 2 Elektronen dürfen. Eine negative Nachricht gibt's aber. Unser Vorgehen geht jetzt nur bis zum 18. Element, nämlich Argongut. Ab da kommen irgendwelche Wechselwirkungen ins Spiel und wir gehen in die vierte Schale, bevor wir die dritte voll haben. Die vierte Schale bei L gleich 0 ist nämlich energetisch günstiger als die dritte bei L gleich 2. Damit bleiben in der dritten Schale wie gewohnt nur 8 Elektronen. Aber weiter als Argon müsst ihr es bestimmt nicht ausfüllen. So, ziemlich viel Wissen hat sich da angemengt. Fassen wir das Ganze noch einmal kurz zusammen. In einem Versuch haben Stern und Gerlach bewiesen, dass ein Quantenobjekt noch durch den Spin S charakterisiert wird. Dieser kann entweder plus 1,5 oder minus 1,5 annehmen. Das Quantenobjekt ist nun vollständig charakterisiert. Jetzt kommt Pauli und sagt, dass Fermionen sich immer in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden müssen. Wenden wir das Pauli-Prinzip beim Auffüllen von Elektronen an einem Atom an, dann entstehen die Schalen aus der Chemie. Und ab Argon springen wir in die vierte Schale, bevor die dritte voll ist. Ist energetisch günstiger. Ihr könnt damit offiziell beschreiben, wie sich das Periodensystem der Elemente aufbaut. Ist das nicht geil? Um ein bisschen Tempo aus der ganzen Denkarbeit rauszunehmen, könnt ihr euch hier rechts doch mal reinziehen, wie wir Kondensatoren in die Luft jagen. Ansonsten vergesst das Däumchen nicht, abonniert den Kanal, hinterlasst einen Kommentar, favorisiert, liked, teilt, erzählt eure Oma davon und ansonsten haut rein, bis dann und ciao.